Seit heute Mittag steht es fest, Ende April wird es den runden Tisch der Bundesregierung zum Thema Kindesmissbrauch geben. Die frühere SPD-Familienministerin Christine Bergmann ist die neue Missbrauchsbeauftragte. Sie soll also die Ansprechpartnerin für die Opfer sein. Es geht um Aufarbeitung, um Gerechtigkeit, Klarheit und Wahrheit. Große Worte. Worte, hinter denen es sich gut verstecken lässt. Da folgt im Moment aus der katholischen Kirche Erklärung auf Erklärung, dann ein Hirtenbrief des Papstes, egal wie man das alles wertet. Für die Opfer reicht das nicht, denn der Missbrauch hat ihr Leben zerstört. Ich habe existiert. Ich habe existiert, aber nicht gelebt. Ich habe überlebt, aber nicht gelebt. Vor 58 Jahren wird Marlene Buch von einem Kaplan vergewaltigt. Sie ist noch nicht einmal 12. Er nimmt sie mit in sein Zimmer. Das Mädchen ist nicht aufgeklärt. Sie weiß nicht, was geschieht. Sie vertraut sich ihrer Mutter an. Gemeinsam stellen sie den Kaplan zur Rede. Er streitet die Vergewaltigung ab. Von nun an schweigt die kleine Marlene. Als noch nicht 12-Jährige und ich war sehr klein, was will man denn da machen gegenüber der Kirche? Ja, die Kirche, die hatte doch immer recht. Ja. 30 Jahre verdrängt sie die Tat. Dann, mit 41 Jahren beim Lesen eines Buches über Kirchengeschichte, werden ihre Erinnerungen wach. Plötzlich sind die Bilder vom Missbrauch wieder da. Endlich hat sie eine Erklärung für ihr Gefühl, sie sei nicht wichtig. Wenn ich dann im Geschäft bin und hat sich jemand vorgedrängt, konnte ich nicht sagen, ich bin dran. Das war ganz mühsam, dass ich das heute kann. Aber mit 42 konnte ich es nicht, dann bin ich heulend aus dem Geschäft. Ich konnte es nicht sagen, ich bin dran. Zum Beispiel, es sind so epische Sachen. 2004 geht Marlene Buch an die Öffentlichkeit. Eine Zeitung druckt ihre Geschichte anonymisiert. Anna Malers aus Andernach wurde im Alter von 11 Jahren von einem Priester missbraucht. Seitdem leidet sie unter posttraumatischen Belastungsstörungen, Depressionen. Die Kirche nimmt keinen Kontakt mit ihr auf. Sie reagiert mit einem Leserbrief. Der Artikel wäre ein übles Konglomerat von Unterstellungen, das der Kirche schade. Keine Rede davon, dass die Kirche den Fall zumindest prüfen wolle. Frau Buch gibt nicht auf. Sie schreibt Briefe an Bischöfe und fordert Einsicht in ihre Kirchenakte, die angeblich verschwunden ist. Sie will Klarheit. Eine Entschuldigung der Kirche braucht sie nicht mehr. Wenn die da sprechen von Entschuldigung, da könnte ich unter die Decke gehen. Dadurch werden die 60 Jahre nicht anders. Ja? Mein vergangenes Leben. Anders ist das Leben von Marlene Buch geworden, seitdem sie Kontakt zu anderen Missbrauchsopfern hat. Norbert Deneff war als Kind 8 Jahre Opfer sexueller Gewalt. Vor 20 Jahren beginnt er mit der Aufarbeitung. Er gründet ein Netzwerk für Betroffene. Viele Einträge ähneln seiner eigenen Geschichte. Priester Campusmann ist ein Freund des Hauses Deneff. Die alleinerziehende Mutter ist froh über die Freundschaft. Niemand spricht darüber, dass der Priester den Jungen missbraucht. Der geht weiter zur Kirche. Seine schrecklichen Erfahrungen kapselt er ab. Also der Missbrauch dann, das war die Abkapselung da, da war die Abspaltung da. Dann spürt man gar nichts mehr. Man tritt aus dem Körper aus, das ist nichts da. Das ist der eine Teil, das ist der andere Teil. Der eine Teil ist der Missbrauch und der andere Teil ist, dass ich zu ihm zur Beichte gegangen bin. Das wird ja normaler, in Anführungsstrichen normaler Teil und Gottesdienst und Familienfeiern. 6 Jahre missbraucht der Priester den Jungen. Mehrmals in der Woche muss er zu ihm aufs Zimmer. Dann wird der Geistliche plötzlich versetzt. Doch die Gewalt geht weiter. Der Organist der Gemeinde vergeht sich über 2 Jahre an dem Jugendlichen. Das habe ich ein Leben lang nicht wahrhaben wollen, dieses Verbrechen, was an mir hier begangen wurde. Ich wollte es verdrängen, weil dieser Schmerz, der da hochkommt, wenn ich jetzt zurückschaue, ich bin jetzt 61 Jahre, ich schaue jetzt zurück, wenn dieser Schmerz hochkommt bei mir, das ist nicht zu ertragen. Im Alter von 40 Jahren sind seine Schmerzen unerträglich. Er bricht zusammen. Nach Jahrzehnten des Schweigens muss Norbert Deneff lernen, über seinen Missbrauch zu sprechen. Er fängt an, seine Gefühle niederzuschreiben. Es dauert lange, bis er den Satz »Ich bin sexuell missbraucht worden« aussprechen kann. Bei einem Familientreffen erzählt er zum ersten Mal von seinem Missbrauch. Die Folgen sind verheerend, die Familie bricht den Kontakt ab. Wieder alleingelassen kämpft Deneff jetzt um die Anerkennung des Verbrechens durch die Kirche. Die Täter gestehen die Tat. In einer Vereinbarung bietet das Bistum Magdeburg ihm Geld zur Durchführung einer Therapie. Doch die Sache hat einen Haken.
als dann die 25.000 Euro mir angeboten wurden, das war ein ganz, zum ersten Mal kriege ich eine Anerkennung für den Schaden und so, ja. Und das bittere Ende kam dann, wo ich dann gelesen habe, ich sollte dann wieder schweigen. Ich kriege das nur, wenn ich wieder schweige. Das war das Schlimmste, was man mir antun konnte. Das war das Schlimmste, was die Kirche mir jemals antun konnte. Das Schlimmste, was die Kirche ihm jemals antun konnte. Heute Abend ist er bei uns. Herzlich willkommen, Norbert Denneff. Wir haben Sie im Film schon kennengelernt. Und bei uns ist Bischof Hans-Jochen Jaschke aus Hamburg. Herzlich willkommen. Das Schlimmste, was man ihm antun konnte, Sie haben daraufhin auch noch an den Papst geschrieben, an Papst Johannes Paul II. Es kam dann auch sogar ein Antwortschreiben, und in dem steht, der Papst verspricht, für Sie zu beten, damit Sie verzeihen können. Was haben Sie gedacht, als Sie dieses Schreiben gelesen haben? Ich habe dann nicht mehr gedacht. Ich bin dann in ein tiefes Loch gefallen, und das ging automatisch, und das wurde immer finsterer und finsterer, und da wollte ich mir das Leben nehmen. Und aus dieser Kraft heraus, ich war unter Wasser und bin dann... Wie explodiert bin ich, und habe dann geschrien, habe gesagt, ich will wieder leben. Und aus dieser Kraft heraus ist mein Weg entstanden, und habe gesagt, ich will jetzt was ändern an diesem Verbrechen, was man mit mir gemacht hat, mich zum Schweigen wieder zum Zwingen. Hm. 2 Jahre lang habe ich gekämpft ums Überleben, und dann schreibt der Papst mir, ich soll wieder vergeben. Er betet für mich, dass ich vergeben. Und jetzt habe ich das gleiche wieder gehört bei der Bischofskonferenz, verzeihen und vergeben. Die sollen schweigen, die sollen nichts sagen, gar nichts sagen. Die sollen in sich gehen und nichts sagen. Die sollen was tun und nichts mehr sagen. Herr Jaschke, können Sie die Wut, die Enttäuschung nachvollziehen? Sehr gut. Wir kennen uns seit 2 Jahren etwa, Herr Denneff, und ich habe Ihre Geschichte gelesen, auch wiederholt gehört von Ihnen. Man kann immer nur sich schämen und wütend werden über das, was ein junger Mensch, was Sie erlebt haben von Personen der Kirche, mit Auswirkungen bis in Ihre Familie hinein. Wenn Sie sagen, die Kirche soll schweigen, ja, die Kirche hat lange geschwiegen, wie andere Einrichtungen auch, aber das entschuldigt uns nicht. Und wir müssen uns besonders schämen. Aber wir sind seit 2002 dabei, mehr Offenheit in diese Frage zu bringen. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Wir sind 2003 hat die Kirche mich zum Schweigen gezwungen. Das war nach den Leitlinien. 2003 war das. 2003 war die Geschichte in Magdeburg. Wir haben es ja gerade gesehen. Magdeburg hat einen dummen Fehler gemacht. Ja, aber sag mal, tut das ab als dummer Fehler? Ein dummer Fehler tut man das ab. Man hat gemeint, man kann Sie mit 25.000 Mark zum Schweigen verpflichten. Ja, bitte, dann möge dieserjenige, der den dummen Fehler eingeräumt hat, seinen Hut nehmen und gehen. Es wird Zeit, dass auch in Deutschland die Bischöfe zurücktreten, wie in anderen Ländern. Das ist Zeit. Man muss dazu sagen, um es doch mal zu Ende zu erzählen, Sie haben die 25.000 Euro bekommen. Sie haben auf Druck, der auch von außen kam, hat man diese Schweigeklausel dann rausgenommen. Wir reden ja jetzt auch im Moment drüber, also Sie schweigen nicht. Aber können Sie das nachvollziehen, dass den Opfern zu wenig Taten folgen, also dass die Betroffenen zurücktreten, die dafür verantwortlich sind? Wenn Sie sagen, das war ein dummer Fehler, klingt das nicht zu schwach in den Ohren der Opfer? Wir haben es ja auch gerade bei Frau Buch gesehen, die Verletzungen dauern ja bis heute an. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier irgendetwas entschuldige, aber hier war offenbar auch Unerfahrenheit im Spiel. Ach, bitte, Unerfahrenheit. Und es ist gut, dass Sie dagegen gekämpft haben, Herr Denneff, das ist gut. Es darf kein Schweigegeld geben, natürlich nicht. Wir müssen sehen, wie kann den Opfern geholfen werden. Nur beten allein, das kann auch so als Ausflucht gedeutet werden. Und vielleicht kann der runde Tisch ja auch dazu beitragen, dass den Opfern mehr Recht, mehr Gerechtigkeit widerfährt. Die ganze Sache ist für uns als Kirche schrecklich im Moment. Aber vielleicht ist das Gute daran, dass wir endlich aufgerüttelt werden, wach werden und sagen, es muss ein neuer Anfang gemacht werden. Wir aber und die ganze Gesellschaft. Was heißt das konkret, ein neuer Anfang? Es ist ja die Zeit der großen Worte. Was heißt das konkret, auch in Richtung der Opfer? Also erstmal muss aufgedeckt werden, was aufzudecken ist. Die Menschen müssen aus der Verborgenheit heraustreten, müssen sich melden. Wieso müssen die Menschen das tun? Wieso müssen die können es nicht, die können nicht sprechen. Sie haben das immer noch nicht verstanden. Die Opfer, ich möchte auch nicht sagen Opfer, sondern Betroffene. Ich habe ein Netzwerk gegründet, Netzwerk B, das heißt Netzwerk Betroffene für sexualisierte Gewalt. Wir müssen weggehen davon, von den Opfern zu sprechen. Möchten Sie Opfer sein, dann werden Sie ausgegrenzt. Aus Ihrer eigenen Sippe werden Sie dann ausgegrenzt. Und das ist, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, auf den Bundestag, auf den runden Tisch, wie das wunderschön klingt. Ich war heute im Bundestag, habe gesagt, wir müssen wirklich was ändern, aber wir müssen auf gleicher Augenhöhe müssen wir den Betroffenen entgegengehen
und nicht von oben nach unten. Wir als Betroffene wollen nicht mehr vertreten werden. Wir vertreten uns selbst. Und da müssen wir uns treffen, da müssen wir hin. Und nicht wieder irgendwelche Superexperten dorthin setzen und dann über diese Betroffenen reden. Das muss ein Ende haben. Dazu muss der runde Tisch beitragen. Und das muss so in Gang kommen. Nicht bei. Nein, er ist ja mich gerade heute noch niemand beschlossen. Eingeladen dafür. Er ist ja gerade Betroffene heute sind, beschlossen. Betroffene sind noch nicht eingeladen dafür. Nein, aber das muss kommen. Ja, dann setzen Sie sich doch dafür ein. Ja, natürlich. Aber dann arbeiten Sie da erstmal in Ihren eigenen Kreisen das auf. In Ihren eigenen Kreisen die Verbrechen aufarbeiten. Die Verbrechen, die man an mir getan hat, wo Sie, die Bischöfe, dafür verantwortlich sind, nicht diese Einzelnen da unten. Die Bischöfe sind verantwortlich und da müssen die Verantwortung übernehmen und nicht beten und vergeben. Herr Dennett, wir sind dabei. Seit Jahren hat jedes Nein, Bistum sind nicht dabei. Sogenannte Beauftragte für Missbrauchsbetroffene. Wie soll sich jeder melden? Die Dinge werden untersucht und wir müssen Konsequenzen ziehen. Stellen Sie sich wir müssen den Betroffenen helfen, soweit das möglich wie ist. Wie wollen Sie helfen? Das wie wollen Sie denn helfen? Also erstmal, indem man Betroffenen hilft, herauszukommen. Sie wollen helfen. Nein, Sie haben nicht. Sie haben die Betroffenen hineingepresst. Lassen Sie Herrn Jaschke mal ausreden, sonst, wenn beide reden, versteht man gar nichts mehr am Ende. Und ich finde auch, da gibt es nichts zu lachen. Nein, ich lache doch nicht über Sie. Ich lache nur, weil die Sache so ausweglos und so kompliziert ist. Wie kann Hilfe für die Betroffenen aussehen? Aber doch nicht von Ihnen. Das kann doch nicht von Ihnen kommen. Nein, das ich heißt, nicht selber, aber wir müssen aber Menschen Wir wollen auch Herrn Jaschke ganz kurz noch verstehen. Ich möchte vielleicht noch mal ein Beispiel. Mhm. Wenn die Mafia ihre eigenen Verbrechen aufarbeiten wollte, würde jeder sagen, das ist ja verrückt, das geht ja gar nicht. Es geht nicht, es muss von extern passieren. Ja, natürlich. Von extern muss aufgearbeitet werden. Und auch Hilfsorganisationen von extern. Es kann nicht sein, dass ein Betroffener halt in die Kirche geht, da wo die Tat stattgefunden hat. Also denn jetzt das Wort von der Mafia, natürlich werden Sie verstehen, weise ich als Kirchenmann zurück. Aber wir müssen Externe natürlich haben, die mit den Betroffenen sprechen. Dann muss extern begutachtet werden, geprüft werden, was kann materiell geleistet werden. All diese Dinge kommen jetzt auf den Tisch und das ist gut. Aber es doch tut nicht, uns doch weh. Mein, von der Kirche, darf ich noch mal ganz kurz nachfragen, wen meinen Sie mit extern? Also Therapeuten, Therapeutinnen. Man muss sehen, was im einzelnen Fall, in der einzelnen Situation das Richtige ist. Da hätte ich doch eine Idee. Ja. Es gibt jetzt hier das Netzwerk B, das Netzwerk Betroffene für sexualisierte Gewalt. Es gibt jetzt die Experten selber. Wir sind die Experten. Sie brauchen keine fremden Experten mehr holen und die auch noch bezahlen. Das kann nicht sein. Herr Dennett, aber was fordern Sie? Sie treten auch ein, dass die Verjährungsfrist aufgehoben wird? Ich trete ein, dass die Verjährungsfrist für sexuellen Missbrauch im Zivilrecht aufgehoben wird, damit es endlich mal um die Opfer, um die Betroffenen geht, damit die Schäden anerkannt werden. Und da habe ich noch nichts gehört von der Kirche, dass sie sich auch dafür einsetzt. Ich habe sie eingeladen dazu, dass sie halt mich unterstützt. Da kam noch nichts, doch gar nichts. Da hat auch noch niemand angerufen bei mir. Es kommt nichts. An den Taten wirst du sie erkennen und nicht an den leeren Worten. Ich habe Ihnen bei der letzten öffentlichen Diskussion gesagt, was Verjährung angeht, haben Sie in mir einen Bundesgenossen und haben Sie auch in der Kirche keinen Widerstand. Das muss juristisch geprüft werden, abgewogen werden mit den Argumenten, die auch viele andere haben. Ich bin da kein Fachmann und auch die Kirche wird sich nicht sperren. Das ist eine Frage, die gesellschaftlich auch vom Runden Tisch, Frau Leutheusser-Schnarrenberger, macht sich da ja stark, geprüft werden muss. Und was ich bin sicher, wir kommen da zu Ergebnissen. Was heißt denn stark? Der hat versucht, sich stark zu machen und der hat zöllisch gedroht, 24 Stunden, wenn sie das nicht zurückzieht. Sie hat uns herausgefordert und gesagt, wir würden systematisch... Die Verbrechen sind systematisch davor gegangen, sie haben geschwiegen, sie haben zugeschaut. In meinem Fall ist ja 7-mal strafversetzt worden. Sie haben zugeschaut, wie ich sie als Kirche zugeschaut, wie ich missbraucht werde und viele, viele andere noch mehr. Setzen Sie auf die Bundesbeauftragte, die jetzt heute eingesetzt wurde, auf die Bundesbeauftragte für Missbrauchsfälle? Setzen Sie darauf, dass jemand, der jetzt für die Opfer... Solange wir als Betroffene nicht mit ins Boot geholt werden, setze ich auf gar nichts. Da habe ich überhaupt kein Vertrauen. Erst dann, wenn wir auf gleicher Augenhöhe miteinander überlegen, wie es weitergehen könnte. Und wenn die Verjährungsfrist ohne Wenn und Aber aufgehoben wird, damit die Anerkennung der Schäden stattfinden kann, damit ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden kann, damit ich mich nicht mehr schämen brauche, damit ich nicht mehr als Bittsteller damit wir als Betroffene nicht mehr als Bittsteller auftreten müssen und bitte, bitte gebt uns was. Wir haben ein Recht darauf. Wir haben ein Recht auf Wiedergutmachung. Herr Dennett, es ist aber nicht nur eine Frage des Geldes. Die ganzen Dinge müssen fair und ordentlich geprüft werden.
von den Verantwortlichen der Gesellschaft. Und die Kirche wird nicht blockieren in diesen Punkten. Und die Betroffenen müssen gehört werden, das haben Sie uns heute klar und deutlich gesagt. Ich denke, es wird ja ganz sicher den runden Tisch geben am 23. April, aber es wird noch viele Gespräche geben müssen, damit beide Seiten einen Weg auch finden, darüber zu reden, wenn man merkt, wie emotional die Debatte ist. Die läuft ja schon seit Wochen und trotzdem haben wir hier noch mal so ein emotionales Gespräch heute Abend miterlebt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren. Danke Ihnen besonders, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.